Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute möchte ich den vorletzten der noch offenen Gebrauchshunderassen bringen. Ich spreche hier vom Hoverwart. Es ist heute schon recht kühl in der Früh und ich werde immer Standortwechsel betreiben, damit mir mein Hund, wenn er zu lange steht, nicht einfriert. Sie werden das sicher verstehen, deswegen gehen wir jetzt gleich mal weiter. Wer ist der Hoverwart? Woher stammt er? Was macht den Hoverwart aus? Im mittelalterlichen Deutschland, da existierte ein Schlaghund, den nannte man Hofewart. Was so viel bedeutet wie der Wächter des Hofes oder Hofwächter. Und eine Züchtergemeinschaft, die versuchte, diesen Hund zu rekonstruieren. Die recherchierten nach dem Äußerlichen dieses mittelalterlichen Hundes und begannen sich im deutschen Gebiet des Harzes und des Odenwaldes nach der Suche eines Types, deren Vorstellungen entsprach. Da wurden sie auch fündig und diesen Hund begannen sie mit Schäferhunden, Neufundländern, ungarischen Kuwasch und Leonbergern zu verpaaren. Ja, die experimentierten da jahrelang herum und 1937 wurde der Hoverwart schließlich als Hunderasse anerkannt. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg nahm der Bestand dieses schönen Hundes rapide ab. Diese Züchtergemeinschaft arbeitete nicht mehr zusammen, jeder tat sein eigenes Ding. Doch so entwickelten sich von Region zu Region verschiedene Schläge dieses Hoverwarts. Ja, aber heutzutage ist es wieder so, dass dieser Hund eine einheitlich aussehende Rasse darstellt. Ja, zum Glück, denn der Hoverwart ist ein herrlicher Hund. Dieser Hund gehört zu den neuen Gebrauchshunderassen und ich sage Ihnen was, der reiht sich da nahtlos ein. Ein Top-Gebrauchshund, sei es Unterordnung, Fährtenarbeit, Schutzarbeit, ein aktiver, beweglicher, starker, schöner und großer Hund. Die allgemeine Erscheinung zeigt uns einen, wie schon gesagt, großen, dynamischen, kräftigen Hund mit Langhaar, aber recht wenig Unterwolle. Bei den Farben sehen wir rein schwarz, schwarz mit braunen Abzeichen oder blond, weshalb ich schon öfter von der Ferne einen blonden Hoverwart mit einem Golden Retriever verwechselt habe. Nein, sie sehen sich nicht eins zu eins ähnlich. Wenn sie nebeneinander stehen, der Hoverwart ist weit kantiger, meistens größer, hat eine andere Kopfform, doch von der Ferne kann man sie schon miteinander verwechseln. Außerdem weisen sie beide ein absolut konträres Charakterbild vor. Die Rüden erreichen eine Schulterhöhe bis 70 cm und die Hündinnen bis 65 cm. Beim Gewicht sehen wir so aus, dass sich das bei Hündinnen von 25 bis zu Rüden bis 40 Kilo bewegt, in etwa. Also das ist schon eine ziemliche Portion Hund, ein ziemlich großer, starker und schöner Hund. Machen wir wieder einen Standortwechsel. Ist dir kalt, dann geh im Wald, sagen wir in Österreich. Das habe ich jetzt getan. Wir haben heute etwa minus 1 Grad. Das ist zwar nicht bitterkalt, aber bei dieser Temperatur kann man schon auskühlen, wenn man etwas länger steht. Gehen wir mal zum Charakterbild des Hoverwarts. Und ich sage Ihnen, das sind schon kantige Banditen. Ja, also das ist ein Hund mit recht ausgeprägtem Aktivitätslevel. Und der Hoverwart neigt dazu, auch mal seinen Besitzer austesten zu wollen. Also ob der noch immer der Chef im Ring ist. Völlig anti-autoritäre Erziehung ist also fehl am Platz bei diesem Hund, wobei ich generell nicht der größte Freund von absolut anti-autoritärer Erziehung gegenüber Hunden bin. Schauen Sie, was soll denn der Quatsch? Ja? Allerdings verachte ich auch über autoritäre Erziehung. Ein gesundes Mittelding zwischen liebevoller und konsequenter Hand ist immer das Optimum, meiner Meinung nach. Doch, ich wiederhole mich, beim Hoverwart diesbezüglich schon etwas die Zügel anziehen. Dieser Hund kann bei einer zu laschen Erziehung seinen Besitzer schon über den Kopf wachsen. Ansonsten gilt der Hoverwart als absolut treuer, liebevoller Familienhund, der, wenn er artgerecht erzogen ist, auch den besten Kumpel
für Kinder darstellt. Am besten wächst man mit dem Hoverwart zusammen beim Hundesport. Das ist eine der neuen Gebrauchshunderassen. Ein Top-Hund für die Unterordnung, Pferdenarbeit, Schutzarbeit. Absolute Klasse. Aber nochmal kurz zum Charakter. Ich würde den Hoverwart beim Thema Erziehung, Haltung, also charakterlich, als einen der herausforderndsten dieser neuen Gebrauchshunderassen ansehen. Wenn ich diesen Hund schnell erklären möchte, mir jemand begegnet, der meint, was ist ein Hoverwart? Wie sieht der aus? Wie tickt der? Würde ich das vielleicht so tun. Das ist ein übermittelgroßer, schon großer Hund, bis 70 cm Schulterhöhe, mit ausgeprägtem Aktivitätslevel, also auch schon oben hin angesiedelt, und hoher Körperkraft. Ein Hund mit bis zu 40 Kilo an die 70 cm Schulterhöhe, da geht schon was weiter. Dennoch würde ich sagen, ist der Hoverwart auch für eine Wohnung geeignet. Das ist ein Hund, bei dem Sie sowieso selbst einen hohen Aktivitätslevel vorweisen müssen, um diesen artgerecht halten zu können. Denn sonst geht der seelisch unter. Der braucht Futter fürs Gehirn, für den Körper, der muss unterwegs sein. Deswegen vorher von mir schon erwähnt, am besten wächst man mit ihm beim Hundesport zusammen. Aber ich würde ihn als wohnungstauglich bezeichnen. Das ist ein absolut zuverlässiger Bewacher, ein Top-Wachhund und ein äußerst effektiver Schutzhund. Sowohl von seiner Einstellung her als auch von seiner körperlichen Eignung her. Die allgemeine Haltung, wenn ich hier von absolut problemlos bis zu kompliziert bewerten würde, möchte ich den Hoverwart in herausfordernd einstufen. Also nicht kompliziert, aber auch nicht absolut problemlos. Sie wissen, was ich meine. Dieser Hund kann bei der Haltung im Allgemeinen sowohl von seiner Substanz als auch von seinem Wesen her als eine Herausforderung dargestellt werden, würde ich sagen. Sowohl für Profis als auch für Anfänger. Ich hatte voriges Jahr, im Sommer muss das gewesen sein, eine Begegnung mit einem Hoverwart. Ich glaube, meinem Hund wird schon kalt, aber diese 5 Minuten ziehen wir schon durch. Ich werde ihn nachher ein bisschen schicken. In diesem Rückhaltebecken, wo ich des Öfteren mit meinem Hund unterwegs bin, kam mir ein Herr entgegen mit einem Hoverwart. Beide Hunde waren frei, sowohl seiner als auch meiner. Und ich sah schon von der Ferne, dass sich dieser Hoverwart, welcher sich dann als Rüde herausstellte, begann sich anzuschleichen. Also ich wusste, wenn jetzt sein Besitzer nicht gleich einwirken würde, dann startet der los. Und so geschah es auch, denn der Besitzer, entweder konnte er es nicht lesen oder er konnte das lesen, was sein Hund vorhat, aber es war ihm egal. Ich glaube, es war zweiteres der Fall. Auf jeden Fall begann der Hoverwart wegzustarten und schoss mit voller Geschwindigkeit in meinen Hund und mich hinein und es begann eine wilde Rauferei zwischen den beiden Rüden. Ja, wir trennten die Hunde und ich stellte den Besitzer zur Rede, sagte, was denkst du dir dabei? Entschuldigung, und er spielte das hinunter. Sie wissen schon, Sie haben das vielleicht selbst schon mal erlebt. Ja, was soll man da sagen? Kannst du nur... Ja. Im Endeffekt bin ich dann weggegangen. Ich dachte mir... Ja, Sie wissen, was ich mir dachte. Aber das war ein sehr schöner Hoverwart. Schwarz mit braunen Abzeichen und einige Zentimeter höher als mein Rüde. Mein Hund hat 65 cm Schulterhöhe. Ich würde den so auf knappe 70 cm einschätzen. Ein herrlicher Hund, der ja nichts dafür kann für diesen Vorfall, sondern sein Besitzer. Aber das ist nun mal geschehen. Obwohl ich glaube, dass dieser Besitzer ein Hundesportler war. Denn wissen Sie, warum ich das glaube? Vielleicht haben Sie ja auch schon mal diese eingeschworenen Hundesportler gesehen, die unterwegs sind, gekleidet wie eine Special Forces Einheit. Also die haben da meistens so Multifunktionen, Outdoor-Jacken an mit 430 Taschen. Da haben sie mit ja alles, was es gibt. Helm, Nachtsichtgerät. Ja, nein, so ist es nicht, aber sie wissen schon. Und genau so ein Mensch war das. Also rein von der Optik her war das ein Hundesportler, was ich auch mit dem Hoverwart decken würde als Hund. Ja. Aber ich sag, hausverstandsmäßig
könnte ja an sich noch etwas arbeiten, bevor er mit seinem Hund weiterarbeitet. Ja, für wen ist der Hoverwart geeignet? Meiner Meinung nach für aktive, sportliche Menschen. Kein Hund für ältere, gebrechliche Leute, die wären völlig überfordert mit diesem Hund. Das ist ein Hund, der braucht Bewegung. Das ist ein Powerdog. Ja? Also wenn Sie hier nicht mehr zu den gesündesten oder zu den beweglichsten gehören, würde ich von einem Hoverwart abraten. Also für aktive, sportliche, gesunde Leute, absolut geeignet für den Hundesport. Ein Top-Gebrauchshund, gehört ja auch zu den neuen Gebrauchshunderassen. Ein herrlicher Familienhund, super Kumpel für die Kinder, wenn er richtig erzogen ist. Zuverlässiger Bewacher des Hauses, der Wohnung, des Hofes und ein absolut effektiver Beschützer. Brauchen Sie sich nicht fürchten, wenn Sie eine furchtsame Person sind. Ja, viel mehr kann ich von diesem tollen Hund eigentlich nicht sagen. Es ist jetzt noch ein Gebrauchshund offen, das ist der Bouvier de Flandre, auf den freue ich mich auch schon. Da hatte ich auch ein tolles Erlebnis mit zwei dieser Hunde, mit einer Besitzerin, die zwei Bouviers hatte. Freue mich auch schon auf dieses Video. Und dann sind wir mal mit den Gebrauchshunderassen durch. Was ja nicht heißt, dass ich jetzt meinen Kanal beende. Ich versuche ja so flexibel wie möglich zu sein und nicht nur Hunderassen hier zu präsentieren. Und selbst wenn ich nur Letzteres tun würde, wir haben über 420 offizielle Hunderassen und ich glaube, ich habe noch nicht mal eine einzige Begleithunderasse hier gebracht. Und es gibt ja Millionen von Fans da draußen von Malteser, von Havaneser, von Yorkshire Terrier und so weiter und so fort. Ja, aber es gibt ja auch noch sehr viele größere, stärkere Hunde, die ich noch nicht gebracht habe. Und hier wird sich noch einiges finden. Also ich hoffe, Sie bleiben mir treu als Zuseher und da möchte ich gleich sagen, vielen Dank für Ihr Zusehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Und jetzt sehe ich zu, dass ich weiterkomme, denn meinem Hund schon wirklich etwas kalt. Das war's schon wieder.